oder festgesetzt, um durch einfaches Drauftreten kaputt zu gehen. Aber wir haben ja unseren Spaten. Und dazu willkommen in der Gabomba-Statue. An diesen Dungeon habe ich mich erinnert. Der wird eine Weile dauern. Denn hier drin gibt es jede Menge Zeugsels. Nicht nur jede Menge Kämpfe, sondern halt auch... Sondern eben auch jede Menge Rätsel mit den ganzen Mechaniken hier. Und mit denen werden wir uns jetzt ein Weilchen herumschlagen dürfen. Entschuldigung, ich musste gerade das Headset-Kabel wieder richtig machen, sonst knabber ich, sonst geht das an einem Stuhl kaputt. Kennt man ja, ne? Mit Schreibtischstühlen und Headset-Kabeln, das ist immer so eine Sache. Ja, ihr merkt schon, das Ritual hat längst nicht so viel Magie in sich. Oh, hey, die Viecher kenne ich. Allerdings von der etwas anderen Seite. Oh, und die halten was aus. Was ist denn los? Was hat Cosmo da gelernt? Alte Griff. So. Wir kommen hier zum Beispiel nicht mehr zurück. Also doch, da über die Rutschdinger. Aber wir kommen nicht durch diese Räder zurück. Und ja, das Innere dieser Statue ist ein riesiger Apparat. Und da dürfen wir jetzt gucken, dass wir erstmal durchblicken. Hier ist eine Truhe. Beziehungsweise ein Mimic. Haben wir noch irgendwelche Synergien, die wir noch nie gezeigt haben? Nein. Nein. Kennt er auch alles schon. Xelsio. Na, ich weiß nicht, ob der Kram ist Neues. Ich schippe schon mal. Aua. Xelsio sieht so aus. Auch nicht schlecht weh. Angreifen. Oder mit Cosma. Außerdem haben wir noch Polar, der ist glaube ich auch neu, den habe ich aber nie gehabt. Dass er Verteidigung schwächt, finde ich nicht so dramatisch, weil er ja hauptsächlich mit Synergien angreift. Sind ein paar Löcherchen. Pardon, nichts Dramatisches. Ich habe noch gar nicht geschaut, welche Stufe Aaron eigentlich hat. 17, 17, 18. Ach du meine Güte. Also wenn wir dachten, wir wären überlevelt, sind wir nicht. Sind Labyrinthe nicht was Tolles? Goddammit. So, jetzt aber. Knochenband. Oh Gott, unser Inventar ist schon wieder voll. Also das Hauptinventar hier. Du darüber. Du darüber. Nüsse haben wir inzwischen auch bei irgendwem anders gelagert. Oh, man verwünscht einen Gegner. Kriegt Cosma. Weniger HP heißt, sie brauchen mehr Abwehr. Ich habe keine Ahnung, ob sie das verbraucht. Wir testen es einfach mal. Ach, geht sogar auf mehrere. Wirklich, okay. Das ist, glaube ich, ungefähr so wie diese... Spuk-Synergie. Das dürfte sich, glaube ich, nicht verbrauchen. Nö, das ist alles bestens. Vielleicht gibt es eine Chance, dass es sich verbraucht. Ich weiß, es gibt, glaube ich, Ausrüstungsgegenstände oder so, die sich verbrauchen, wenn man sie einsetzt. Aber letztendlich ist eh nicht so der Mörder. Toller Effekt, ne? Salamander zuerst, weil die können böse werden. Mit dem blöden Feuerart. Ja, das ist jetzt nicht so
schrecklich, ne? Ein Schaden, wenn sie werden wir uns schützen, wow. So. Oh. Das ist nur ein Rückweg. Da kommen wir nicht durch. Ja, wenigstens können wir jetzt zwei schwache Gegner in einer Runde töten. Das ist alles ein bisschen symmetrischer. Aaron ist nämlich auch relativ physisch. Nicht ganz so stark wie Dings, aber... Nicht ganz so stark wie Felix oder Aaron. Felix oder Gareth es im ersten Teil war. Aber schon ganz anständig. So, das ist interessant zu wissen, dass die Zahnräder anhalten, während wir Synergie einsetzen. Achso, nein, natürlich. Man kann auf den Dingern auch umherhüpfen, auf den Zahnrädern, auch wenn sie sich drehen. Aber in diesem Fall war unser Hauptziel, diese Dinger anzuhalten. Erdgen. Oh, darauf freue ich mich. Was außerdem bei Zahnrädern auch geht, ist das. Eigentlich ist natürlich nur in Drehrichtung. Das heißt, wir können nicht... Doch, vielleicht. Ich will gar nicht wissen, was diese Magier alles können, deswegen töte ich die immer so schön schnell. Was ich zum Beispiel auch kann, ist... Ah, ne, da ist die Schraube im Weg. Auf das violette Zahnrad hätte ich drauf springen können, wäre die Schraube nicht im Weg gewesen. Und auf das Zahnrad kann ich nicht drauf, weil es sich in die falsche Richtung dreht. Und, ja, wir werden eine ganze... Wir werden etliche Male über diese Zahnräder drüber müssen. Also, mehrere Male an verschiedenen Stellen, so, ne? Hier zum Beispiel können wir nicht drauf und uns raustragen lassen. Das geht nicht. Gehen wir es aber zurück, als kleine Abkürzung. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss übrigens. Ach ja, da runterspringen kann man ja auch. Also da, ich meine auf den Gipfel so hochspringen. Was man nicht macht. Ja gut, ich glaube, da geht es erstmal nicht weiter. Ja, also was uns die Ratte gerade gezeigt hat, was man kann, ist eben hier auf den Gipfel mal abzuspringen. Nee. Dann hier runter. Hier konnten wir eben nicht hin. Ups. Alles Salamander. Wenn Felix halt mal wenn irgendjemand meine Technik bringen würde, dann würde der Salamander vielleicht noch mal in einer Runde liegen. Das macht sich eigentlich jemand dem. So. Hier rum. Hier war ich eben nicht, oder? Nicht, dass ich jetzt den ganzen Weg zurückgehe, aber ich glaube, dieser kleine Raum, da war ich eben nicht drin. Nein. Auch hier kann ich einfach nur... Hopf. Ach du meine Güte, seid ihr groß. Oh, als eigenes Geräusch für den Angriff. Aua, das tut auch gut. Und sie sterben in genau einer Runde ohne Technik. Ist auch schön. Oder halt auch nicht. Es fehlen wirklich so ganz paar Punkte. Ah, jetzt nicht mehr.
Ja, toll. Haha. Da will ich natürlich hin. Den will ich mir natürlich holen. Was auch immer da drin ist. Ein Elixier. Das war jetzt nicht so berauschend. Aber was soll's. So, Jenna und Felix sollten reichen. Oh ja, jetzt vor allem. Zack, erledigt. Versuchen wir es mal so. Jawohl! Richtig, ich liebe das, wenn es aufgeht. Was auch immer mit dem Zahn mal kaputt ist, warum das blinkt. Aber wir hämmern hier mal rein, weil das ist bestimmt das Richtige zu tun. Ha! Huh. Ja, von hier aus können wir jetzt nicht mehr tun, wir müssen von der anderen Seite rein. Das ist zwar blöd, aber nicht zu ändern. Also wieder komplett hoch. Oder zumindest so weit hoch, bis wir nach links rüber können. Auron, warum bist du so langsam? Das ist halt nicht cool. Ach, hier können wir abkürzen. Hier können wir abkürzen. Das ist eine Abkürzung, war, darüber kann man sich streiten. Oh, warte mal, hier? Achso, ne, die drehen sich in meine Richtung, da kann ich nichts machen. Ich glaube, irgendwann drehen wir hier auch nochmal die Drehrichtung der Zahnräder um. Dann ist der Dungeon auch nochmal fast ein komplett anderer, weil halt man mit den Zahnrädern komplett andere Stellen rankommt. Hier komme ich halt nicht hin. Ha. Das ist halt blöd. Ups. Hui, mit einem Schlag. Nicht verlässlich, aber toll. Das ist halt alles nicht so knorke gerade. Geht es hier irgendwie lang? Nein. Irgendwo müssen wir eine Abzeichnung übersehen haben. Also ihr merkt schon, was ich meine, warum ich das dann schon nicht ausstehen kann. Ne? Wir können halt auch nur raten, dass das Zahnrad da unten das ist, was wir wollen. Nee, das will ich nicht. Da will ich definitiv nicht lang. Wegen genau solchen Sachen töte ich die Necrosons zuerst. Da geht's wieder runter, das kann auch nicht sein.
dem Sinn weiß ich quasi schon, wie wir da hinkommen. Deswegen verschwende ich auf den momentan erstmal keine Gedanken. Ist mal wieder Cosmo, oder? Ja, Tornado gelernt, juhu. Bin ich hier eigentlich schon lang gegangen? Nein, ich glaube nicht. Schon wieder zwei von der Sorte. Boom. Oh. Der Schaden, den die austeilen, geht eigentlich. Sie sind einfach nur enorm zäh. Und irgendwie habe ich gegen die Viecher auch kein Glück mit meinen Techniken. Das ist nur ein Rückweg. Da kann ich momentan nichts gegen machen. Nichts mitmachen. Also auch nicht. Och, schon wieder. So, der liegt jetzt jedenfalls diese Runde. Ich brauche halt irgendwo einen Crit oder eine Technik und... Weißt du, dann gibt's sowas, ne? Sechs Kämpfe lang nichts und dann einmal so einer. Das ist halt blöd. Sind wir in der Mitte schon mal runtergegangen? Ich glaube nicht. Das Naheliegendste und wir haben es bisher immer übersehen. Wow, okay, das war jetzt ganz dumm. Haha, ich weiß auch warum, weil wir da nicht hinkommen. Da muss man doch irgendwie hinkommen. Achso, da kommen wir her, verdammt. Ja gut, dann schaue ich nochmal in den Stockwerken hier. Das muss dann links irgendwo sein. Ich wette, hier übersehe da so eine total einfache Lösung mit über die Zahnräder springen. Das ist nicht die Lösung. Hier können wir erst drüber, wenn die Zange sich andersrum dreht. Oh Gott. Ja, natürlich. So rum. Oh. Ich sagte doch, es war irgend so was total Simples. So, jetzt hier runter. Na klar, Mitte ist nie richtig bei sowas. Ups, das schaue ich mal nicht hin und denke mir, ach, der Salamander steht bestimmt an erster Stelle und dann... Nee. Ja, und jetzt machen wir kaum einen Schaden, okay, verdammt. Oder zumindest deutlich weniger.
Aua, mach doch nicht sowas. So. Aber jetzt, Hammer Time. Tada, und jetzt dreht sich alles andersrum. Ups. Und das ermöglicht uns etliche tolle Shenanigans. Spricht man das so aus? Ich weiß es gar nicht. Das ist mir auch egal. Und Nummer 1 von diesen Sachen, die wir uns holen wollen, ist der Erdschein. Moment, doch nicht umgedreht? Habe ich mich jetzt echt geirrt? Wow, trotz Macht der Stärke kein Schild nicht tot. Das ist aber da viel zu viel aus. Ups. Nee, es dreht sich schon irgendwie anders, oder? Ich bin verwirrt. Ja, doch, dreht sich andersrum. Zumindest manche. Nicht alle, aber manche. So, wichtig ist zum Beispiel, dass die Pinken da sich andersrum drehen. Denn, wenn man mal so schaut, die werfen uns ins Nichts. Da fallen wir einfach runter. Verdammt, das war der Falsche. Oder war's? Nö, war es nicht. Erstmal kurz Seil setzen. Jetzt können wir nämlich speichern. Hallo, Erdjin. War klar, dass er kämpft. Kein Jin kämpft nicht. Okay, eine ganz komische Wortkombination. Ganz komische Art, das zu sagen, aber egal. Ach, Verteidigung erhöhen. Komm, Attacke erhöhen lohnt sich schon. So, Umbra ist genau. Zieht immer als erstes und gibt halt so eine Schutzaura. Ha, gelähmt. Das ist cool. Das macht die Aura natürlich ein bisschen nutzlos, aber so schön, weil jetzt können wir mit Sparen richtig schön zuhauen. Echo, Kanone. Ja, gut. Und. Oder. Immer noch Paralyse. Nett. Ja, lohnt sich auch. Und tot. Das lief ziemlich glatt. Dank Blitz. Also dem Djinn namens Blitz. Schütteln, schütteln, schütteln. Der Venus Djinn Stahl. Oh, das ist quasi unser Knospe-Djinn. So. Achso, ja, jetzt brauche ich auch das Seil hier, um rauszukommen. Da oben können wir uns nochmal irgendwo runterfallen lassen, sehe ich gerade. Das machen wir einfach mal. Einfach mal auf Geheiß. Och, hier schon wieder. Geht doch mal alle gepflegt sterben. Vor allem dieses Geräusch, das sie beim Angriff hat, das klingt halt so richtig mächtig. Aber ist der Schaden gar nicht so schrecklich. Ich meine, es ist eine Gegnerart, die 40 Schaden macht. Da hatten wir es auf der Weltkarte sehr viel schlimmer. Kurz ein bisschen PP ausgeben. Ach nee, da können wir gar nicht drauf. Gut, dann geht's wieder hoch. Ich hab keine Ahnung, was wir jetzt eigentlich machen wollen. Also wir haben die Zahnräder umgekehrt, das ist alles schön und gut. Aber wo uns das jetzt weiterhilft, ist fraglich. Ah doch, doch, nein, ich weiß wo. Aha. Und zwar hatten wir doch diesen einen Raum, wo es an der Säule hochging. Und wo ich gesagt habe, jo, hier geht's definitiv nur weiter, wenn wir es umgedreht haben.
Weil sich dann die komischen Belüftungsventilator-Schraubendinger anders umdrehen. Hier war das. So, drehen die sich andersrum und tada, kommen wir durch. Zurück kommen wir gegebenenfalls mit den Seil. Aber wir wollen jetzt nicht zurück. Yay! Tod in einer Runde. Oh. Das sieht interessant aus. Das ist offenbar des großen, wie heißt diese Statue hier? Zunge. Mit irgendeinem komischen Auslöseding. Wenn da oben die Zunge ist, dann sind hier dementsprechend die Augen. Ziemlich cool gemacht, wie ich finde. Ich kann irgendwie was sehen, die Augen sind zu, aber... So ganz. Es ist nicht nur Hokus, nur irgendwelcher Unfug, den der da macht. Da ist wirklich was. Da steckt wirklich was hinter. Allerdings hat irgendwer wohl hier mal die Sachen kaputt gepfuscht. Genau das wollen wir. Wir sind sozusagen Radmann. Ich weiß nicht, ob man hier jetzt wirklich Zeitdruck hat. Ich glaube, er macht unendlich viele Versuche, deswegen ist es schon mal nicht so kritisch. So, zuerst hämmern wir. Und jetzt, diese Platten drehen alle noch schwebenden Platten auf einmal. Und die, die richtig platziert sind, hämmern wir einfach in den Boden. An der hier können wir auch nichts. An der hier können wir nichts ändern. Ne? Ich meine, ob wir die drehen oder nicht, spielt absolut keine Rolle. Also kann ich schon mal runter. Das heißt auch, dass diese hier. Wir haben also von der roten Kugel nur einen Gang ausgehend. Diesen hier. Das heißt, der muss auf jeden Fall da in der Mitte ankommen. Was ich nicht weiß, ist, ob die Signale durcheinander durch, also wenn ich diese Fliese so gemacht hätte, dass das Signal hier lang geht, ob das durch diese